Ja, wilde Mutation ist natürlich praktisch, insofern, dass wir ein Schild auf unseren Einheiten haben. Ich glaube, das waren zu viele, aber egal, ich muss noch Gebäude bauen. Evo Chambers, damit wir Upgrades holen können. Ich werde Vergeltung üben. Was ist denn da oben alles los? Was du heute kannst, ist. Zack. Und jetzt mit den Kobras hinterher. Statt Micro. Die Liga hat begonnen, Gas einzusetzen. Die Verseuchten werden sterben. Stellt euch auf einen Angriff ein. Beschützt unsere Virophagen. Okay, hier ist nicht mal mehr was. Wir sollen uns auf einen Angriff einstellen. Dann machen wir das doch mal. Wir bauen mal ein paar Swarmhosts. Alles klar. Lasst uns diese Garnison säubern, Jungs. Wollen wir das tun? Ich stelle mich mal drauf ein. Unsere Verseuchung breitet sich zu einer nahegelegenen Garnison aus. Ich stelle mich mal drauf ein, dass sie wieder droppen. Wenn man vom Teufel ich spricht. Werde schneller, schneller, schneller. Ah, ich kann die Kontrolle nicht übernehmen, wenn da noch Einheiten dran sind. Um Experimente an lebenden Zerg durchzuführen. Wenn du hier einen Kriegertumor platzierst, kannst du sie verseuchen und dann die darin befindliche Biomasse stehlen. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt so. Wir graben jeweils an den Virophagen ein paar Swarmhosts an, dann sind die sicher und wir können mit unserer Streitmacht vorne angreifen. Du kannst einen Verseucher zur Garnison bringen und einen Mist. Neuen Virophagen platzieren. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Dann haben wir den verloren. Was ist es, wir haben inzwischen so viele Medivacs, das ist so genial. Wir passen uns an. Also ich würde sagen, mit ein paar Swarmhosts können wir die Mission easy machen. Wer halt gut unsere verteidigen kann. Verseuchung hat eine weitere Garnison erreicht. Oh oh. Die Eröffnung. Ah, die Hotkeys. Sprich. Wir. Deine Königin lauscht. Ja, wir brauchen ein paar mehr Hydralisken oder Schaben oder sowas. Damit die Medivacs auch was hochheilen können. Wir haben jetzt genug Medivacs und wir haben nichts, was sie heilen könnten. Ja, wir gehen, denke ich mal, auf Roaches und Hydras. Da brauche ich aber erstmal einen Roach Warren und einen Hydra Resident. Weil sonst kann man die Einheiten nicht bauen. Haben wir alles verteidigt. Da fehlt noch was. Dann baue ich da noch ein Swarmhost hin. Dann sollten wir sicher sein. Das war die ganzen Medivacs. Der Liga ist das Gas ausgegangen, meine Königin. Unsere Verseuchten setzen den Angriff fort. Dann helfe ich mal ein bisschen. Verteidigt diese Anlage, Männer! Wir sind das Schwert der Liga! Ich schick die mal zurück und lass sie durchheilen. Das sieht doch ganz gut aus. So. Die müssen wir noch einnehmen mit Tumoren, wort gesagt. Dann machen wir das doch. Mehr Mineralien, da freue ich mich. Wird angegriffen. Ich bin der Schwarm. Zack. Lass den Kerrigan mal da oben stehen. Die bauen hier auch keine Einheiten gerade. Was mache ich eigentlich mit den Lingen hier? Die sind auf dem Anfang, glaube ich. Die sind respawned irgendwann. So, Roach Hydra. Mehr Overlords brauchen wir erstmal. Sonst kein Roach Hydra für mich. Was ich aber machen kann, ich mal Walker hier hochschicken. Da war was. Swarmhost. Zack. Jetzt ist alles sicher. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir noch ganz schnell das Ding hier wegkriegen. Damit ich endlich meine Basis ein bisschen expandieren kann. Können wir mal ein bisschen schauen hier. Okay, die respawnen wahrscheinlich eh. Müssen sie ja, von der Fähigkeit her. Die Upgrades sind fast fertig. Also wir haben gerade Overmints und Overguests, aber wir werden das auch noch raushauen. Ich will nur erstmal sicher gehen, dass ich hier alles habe, was ich will. So. Mutation abgeschlossen. Erstmal die neuen Upgrades kaufen und jetzt Einheiten. Wir brauchen mehr Mineralien. Oh, die ganzen Medivacs. Echt, ihr habt keine Ahnung, wie genial das ist. Für einen Zerg sind Medivacs echt die Krönung. Das müssen wir auf Kriecher platzieren. Denn ist ein Tor. Ein Tor ist stark. Ein Tor ist sehr stark.
Deswegen klaue ich mir den. Zack. Oh, Gas schnell den da. Erneut auf die Plattform aus. Eine Kobra macht dem Tor sehr viel Schaden. Versetzen wir sie wieder in ihren Urzustand. Ja, jetzt sind sie weg. Er hat nicht echt eine Mine da gelegt. Wie dreist, bitte. Und wir bauen noch mehr Zeugs. Und das habe ich immer noch nicht eingenommen. Fahrt die Brücke aus und erledigt die Brutstätte. Ich will, dass diese Zerg von meiner Plattform verschwinden. Brauchen mehr Mineralien. Wird das was? Ich glaube, das wird nichts. Wir haben noch einen Virophagen verloren. Du kannst einen Verseucher zur Garnison bringen und einen neuen Virophagen platzieren. Dann machen wir das mal. Auch wenn der Weg ein bisschen weit ist, aber was soll's. Das habe ich nicht bedacht. Das habe ich nicht bedacht, dass wenn die mit Firebats kommen und die Swarmhorse halt nah dran sind, das ganz übel ausgehen kann. Ich glaube, hier droppt jetzt wieder was, ja. Oder auch nicht. Fress mal irgendwas, aber irgendwas Kleines. Das ist ein Zerkling. Ist der leer? Der ist nicht leer. Da droppt gleich was. So, du holst dir das Ding wieder, bitte. Ich baue mal noch ein paar Swarmhorse, damit wir sicher sind. Ah, jetzt kommen sie. Die Garnison wurde verseucht, meine Königin. Wir haben noch einen Virophagen verloren. Du kannst einen Verseucher zur Garnison bringen und einen neuen Virophagen platzieren. Ah, jetzt haben sie es getötet. Ich wollte eigentlich gerade schnell eine Roach fressen. Wo, was zur Hölle ist das denn? Wo kommen die denn her? Holy shit! Okay, das waren ein paar viele für meinen Geschmack. Die ganzen Swarm. Der Liga ist das Gas ausgegangen, meine Königin. Unsere Verseuchten setzen den Angriff fort. Die Garnison wurde verseucht, meine Königin. Ja, ich will noch einen Swarmhorst hier oben haben. Und vier Stück hier. Wenn die ganzen... Wie heißen sie? Die ganzen Virophagen hier eingenommen werden, ist mir das egal. Weil die direkt an unserer Basis sind. Da können wir direkt wieder neu einnehmen. Das ist nicht das Problem. Leg du mal einen Tumor bitte dahin. Ich werde weil die alle hier vorne sind. Aber wir nehmen mal den Weg hier. Meine Königin, das Abschließen von Bonuszielen erhöht deine Macht. Ja, super. Ich spüre auf der Plattform noch weitere Garnisonen. Predators. In verschiedenen Farben. Das sind voll die... Das ist bestimmt irgendeine doofe Anspielung auf Transformers oder so, die ich nicht verstehe, weil ich das nie geguckt habe. Oh Mann. Deine Königin lauscht. Macht euren Frieden. Oh Mann. Meine ganzen Verseucher sterben. Was ist es diesmal? Kann sein, dass wir hier ganz viele Garnisonen entdeckt haben. Gewagt. Ja, jetzt gehören die alle uns. Kannst besorgen? So, wollen wir mal sehen. Du musst dich hier noch ausklappen. Unsere Verseuchung breitet sich zu einer nahegelegenen Garnison aus. Gute Arbeit. Die Liga verliert die Kontrolle über die Plattform. So, zwei da rein. Ein paar mehr Arbeiter. Sie greifen die Basis an. Weicht keinen Zentimeter zurück! Ja, greift einfach mal an. So viel haben die ja nicht. Wir bauen mehr Roaches. Ich glaube, Roaches sind ganz gut in der Mission. Wir bauen mal ganz viele Overlords, dass wir keine weiteren mehr brauchen. Gas strömt erneut auf die Plattform aus. Wir kennen keine Grenzen. Wir passen uns an. Die Eroberung geht weiter.
So, ganz viele Bunker, aber das stört mich nicht. Wilde Mutation ist einfach stärker. Diese Plattform wird sich nicht von allein säubern. An die Arbeit! Gewagt! Ah, die hatten wir mal fest, weil die machen viel Schaden. Die Eroberung geht weiter. Was du heute kannst besorgen? Nein, die holen mir hier die ganzen Dings runter, die ganzen Medivacs. Meine Armee war eigentlich unverwundbar mit den ganzen Medivacs, aber jetzt ist Ende. Ich glaube, ich brauche ein paar. Ich habe ein Swarmhaus gebaut, wollte ich eigentlich nicht. Ich brauche ein paar Verseucher und mehr Schaden. Jetzt sind wir auch schon am Einheitenlimit. Was ist es diesmal? Das sollte alles okay sein. Der Schwarm erobert. Was ist das denn? Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, aber da haben die keine Chance gegen. Also das läuft ganz gut. So, wir holen uns unsere Schaben ab. Von hier kommen wahrscheinlich auch welche, oder? Ne, die haben nicht mal einen Wegpunkt. Hier ist auch eine Verbindung zum Gegner? Okay, das habe ich total verpasst. Was macht Kerrigan da? Deine Königin lauscht. Dieser Planet gehört die Basis unserer. Okay, Kerrigan kriegt aufs Maul. Okay, das mit dem Virophagen klappt ganz gut. Müssen mal die Tumore weiter nach vorne hauen für die Bonusquests. Versetzen wir sie wieder in ihren Urzustand.